Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier dabei, uns das Öl an einer Truckstation anliefern zu lassen. Und ich glaube, Thompson, du bist schon auf dem Weg hierher, ne? Genau. Ich werde hier mal ein paar Platten abreißen. Das wirst du gleich sehen, dass du dann da gleich vor der anderen Station abbiegen kannst. Und dann quasi zu der Station hinfahren kannst, wo du es abladen solltest. Mal gucken, ja, wann du kommst. Gut, ich gehe jetzt mal ganz kurz dahin und produziere mal die Produktion. Also nee, stelle mal die Produktion ein. Wir haben ja drei Endprodukte, die wir haben wollten, ne? Drei verschiedene, die wir aus dem Öl machen kannst. Ja. Irgendwas war noch da. Ah, jetzt ist bei mir im Fahrzeug das auch weg, der Milestone. Genau. Plastik braucht neuerdings 22,5 pro Minute. Nee, 30 Crude Oil. Alles klar, okay. Haben wir richtig. Plastik. Ah, man kann das auf Standby schalten, die Fabriken jetzt, okay. Aber bin ich beim Recording hier ein bisschen weit nach Osten gekommen. Ah, jetzt fahrt ihr nur ein Fahrzeug. Rubber. Und hier hinten wollen wir Fuel herstellen. Ich will meinen, der größere hat einen kleineren Wenderadius. Weil zwei Achsen lenken. Ja, bilde ich mir auch ein, aber sicher bin ich mir nicht. So. Ist es bei dir auch so, dass die Texturen der Platten immer wieder nachladen? Ja. Bei mir, ich sehe immer die nächsten vier Platten. Ja, also mehr sehe ich auch nicht. Bin ich. Ach, jetzt habe ich kein Beton mehr. Das ist ja was in dem. Wo hast du gesagt, kann ich abbiegen? Du siehst doch, wenn auf der linken Seite die Mauern aufhören, ne? Wenn du jetzt angefahren kommst, hören noch links irgendwann die Mauern auf und da kannst du abbiegen. Aber ich will dann nach rechts fahren. Nee. Ernsthaft? Doch, du willst nach rechts fahren. Ja, dann auf der rechten Seite. Ich habe jetzt gerade sehr heavy Lags. 20 km/h, 80, 20, 80. Hm. Ja, dann macht er zusammen auch 100. Wow. Jetzt ist es heftig. Ah ja, das ist erweitert. So, wo soll ich jetzt langkommen? Ich fahr da mal lang. Ah. Achtung, aus dem Weg. Was? Ehrlich. Ich bin nur ganz woanders. Du laufst vor meinem Fahrzeug herum. Ich bin ganz woanders. Nee. Doch. Ich stehe hier hinten zwischen den Förderbändern. Du zu Hause kennst, als ob du dich direkt vor den Truck werfen willst. Ach ja. Hm. Nee, wollte ich nicht. Tut mir leid. Den Gefallen tue ich dir nicht. Also, wie ich mich vor den Truck werfen will. Mal ein bisschen warten hier. Du hast ja Ideen. Und dann ab geht's. Puh, als wenn ich mich vor den Truck werfen wollte. Wie kommst du da drauf? Weiß nicht. Hast du gesehen? Bin ich so lebensmüde manchmal? Nee, aber dein Charakter vielleicht. Ach so, na gut. Das kann natürlich sein, ja. Ich habe mit ihm noch nicht darüber geredet oder so. Würde ich mal machen. Meinst du, wäre ganz clever? Ja. Hui! Was jetzt? Da bin ich durch die Ecke gedriftet. Unbeabsichtigterweise. Unbeabsichtigterweise, ne? Das erzählt mir jedes Mal, dass er was unbeabsichtigterweise macht. Nur schwer fällt es mir, ihm auch wirklich zu glauben, dass es unbeabsichtigt war. Ist es doch immer. Oh. Eier ist zu long. Aber startet sich ein bisschen besser als der andere. Und je weiter weg man vom anderen ist, desto besser geht's auch. Da hält der jetzt die 80 km/h mehr oder weniger. So, Strom ist auch dran. Jetzt zweimal hin und her habe ich. Ja. Dann bald 40 verbraucht. Ja, ja.
Das sollte sich hier wieder aufladen dann. Ja. Bin nur gespannt, wie schnell das geht. Und wie lange ich da eigentlich stehen bleiben muss. Ob ich diesen Wert noch ändere. Oha. 16 von diesen komischen Heavy Frames habe ich sogar in der Tasche. Wie komme ich denn dazu? Habe ich mir die irgendwann mal hergestellt? Muss ja. Ja. Hui. Hui. Ah. Das ist genau gesagt, wie ich wieder um die Ecke geflogen bin. Ah ja. So, dann machen wir jetzt hinter jeder Fabrik quasi einen Puffer. Loading. Ach Mensch, jetzt bin ich beim Klicken verrutscht. Ungünstig sowas. Kannst du nicht sagen, warte bis voll? Geht sowas? Jetzt ist er voll. Also der Tank zumindest. D. Finish recording. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich glaube, jetzt war irgendwas nicht richtig. Dann steige ich mal aus. Schauen wir mal, wie voll das Teil ist. Es ist voll. Hm. Okay. Ja, aber wir hatten ja schon mit reingeschmissen. Also ich hatte da ja schon, da war ja schon jede Menge drin. Ja. Schmeiß den mal in den Container der Truckstation haben wir nicht, ne? Nee. Hm, wollen wir da noch einen Container dahinter bauen? Eigentlich nicht. Können wir machen. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Aber es wäre schlauer. Einfach Container dahinter, das passt schon. Aber dann musst du ja die Tour wieder neu fahren. Ja, dahinter. Ja, nee, da geht ja nicht. Das steht ja alles so eng. Da passt ja keiner dazwischen mehr. Also da kann ich keinen dazwischen bauen mehr in diesem Konstrukt. Aber du kannst ja hinter den Förderbändern dann. Ja, den Eingangspuffer habe ich. Also ja, das Fabrik, passt dann ja, oder? Fabrik-Eingangspuffer habe ich, ja, ja. So, wo haben wir denn jetzt das? Wo hast du das ganze Öl hingelagert hier? In dem Teil, das rechts drin, ne? Ja. So. Nehmen wir ein bisschen. Soll ich hier mal sagen, er soll fahren oder? Nuklo? Press E to drive truck. So. Enable Autopilot. Dann steige ich mal raus. Oh, au! Au! Mann! Was jetzt? Überrollt er mich. Au! Wusste nicht, dass es so schnell geht. Aua! Jetzt überrollt er mich. Hat ganz schön wehgetan. Das ist nicht lustig. Ist nicht lustig. Rollt über mich drüber. Nicht lustig. Nee. Ganz gar nicht lustig. Nee, ist es auch nicht. So. Also, jetzt haben wir hier die Ölfässer, die müssten jetzt dann über dieses Steigleitung da dann hochwandern. Ach, das sieht ja schon wieder schwierig aus. Hast du schon mal mit Strom versagt, die Truckstation dort? Nee. Soll ich noch? Ja. Ja, cool. Da komme ich nicht ran. Jetzt hat sie Strom. So, dann geht das Öl da durch, dann geht das da hin und dann sollte das jetzt da hinten gleich rauskommen, das Öl aus diesen Teilern. Wenn das alles richtig angeschlossen ist. Das sieht doch schon mal schön aus, wie hier das Öl läuft. Also das finde ich, das sieht gut aus hier mit dieser Aufteilung von dem Öl, sieht gut aus. Dann mache ich da gleich mal ein Foto von. Nein. New E-Mail received. Oh, ich glaube, wir haben nicht mehr genügend Energie für alles. Hm. Weil jetzt sind ja gerade die ganzen Dingsfabriken in Betrieb gegangen. Welche? Die ganzen Ölwerke sind gerade in Betrieb gegangen. Hm. Ich glaube, wir haben da ein Power-Problem, kann das sein?
Girl Generator. Ja, könnte sein. Soll ich die nächste Ölquelle suchen, dass wir... Nee, ich mache ja schon Treibstoff, also so ist es nicht. Weil da sind 185 Meter noch eine. Die könnte man dann für Treibstoff verwenden. Ah ja. Würde ich so machen, oder? Nee. Jetzt nicht. So. Ich mach doch Treibstoff schon. Es wird doch Treibstoff schon gestellt. Treibstoff. Ja, aus Öl Treibstoff mache ich schon. Ja, aber so ein Kraftwerk. Ja, das kann ich doch dann dahinter stellen. Ich mach doch das Treibstoff. Wollen wir das Öl nicht nur für Produktion verwenden? Ich produziere momentan 2 Fabriken Rubber, 2 Fabriken Plastik, 2 Fabriken Treibstoff. Und das ist genau aufgeteilt, dass man 240 Input hat. Ist genau aufgeteilt. Okay. So. Wo kann ich denn jetzt hier, wo kann ich den Strom wieder anschalten? Das ist dann so eine Sicherung. Ja, wo ist die? Bei deinem Powerpole. Ich mach schon, oder? Willst du es machen? Du kannst an den Powerpole gehen, da ist dann so ein Schalter. Okay. Liegt instant wieder raus. Weil es kurzzeitig viel mehr Energie braucht. Dann schalte ich da mal. Wir müssen ein paar Sachen ausschalten. Dann kann man es einschalten. Ja, warte, ich gehe in die Biofuel-Dings und werde die Biofuel-Generatoren mal kurz mit anschmeißen. Dann haben wir kurzzeitig doppelte Energie. Wie viel brauchen wir eigentlich? Mehr. Bitze geht hoch bis auf 600. 47. Ich bringe jetzt immer die ganzen Biofuel-Generatoren erstmal ganz kurz mit in Betrieb hier. Dauert ein bisschen, bis ich durch bin. Aber dann sollte eigentlich denn die Sicherung erstmal wieder losgehen und sollte funktionieren. Dann müssen wir gucken, dass wir dann hinter dem, müssen wir, dass wir einen Ölgenerator schnell bauen, hinter den, wo ich den Öltreibstoff mache. Und hast du das Fahrzeug schon fahren sehen, oder? Ich bin in der Biofuel-Fabrik. Ah, okay. Ich bin gerade unter der Erde quasi. Also unterhalb der Plattform unterwegs. Unter der Erde, oh je. Ja, es ist soweit. Nichts mehr los mit ihm, jetzt muss er schon unter der Erde gehen. Also du kannst es jetzt schon einmal probieren, ob es jetzt angeht. Ein paar Stück habe ich schon bestückt. Okay. Könnte sein, dass es funktioniert. Ja. Oh, wir sind hart am Limit. Wir brauchen 820 und 880 Kapazität haben wir. Ja, ich erhöhe jetzt die Kapazität hier noch. Ich stecke noch ein bisschen rein. Das sind kleine Schritte. Ja, immer. Naja, was so ein Biofuel-Generator halt macht, ne? Uiuiuiui. Wir sind hart am Limit. Also das wird uns jetzt wahrscheinlich öfter mal passieren. Hm, na gut, okay. Weil so viel Biofuel-Masse erzeuge ich unten ja gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt ziemlich schnell das Öl in Betrieb kriegen. Alter, ey, eine Leckerei ist das hier. Warum liegen hier die ganzen Wetter rum? Wer? No Power? Ach, das habe ich jetzt hier alles abgeklemmt vom Strom? Oder wann habe ich denn das abgeklemmt? Na egal. Irgendwie hat hier unten diese Biofuel, die Biomasseherstellwerk hat irgendwie keinen Strom. Also das, was Power herstellen soll, hat keine Power. Das ist natürlich irgendwie auch schon wieder recht witzig. Irgendwas steht im Weg, sagt er. Ich bin mal unterwegs. Wahrscheinlich wäre ich wieder vom Truck über den Haufen gefahren. Das kann passieren. Großes Loch rein, mein Gott. Oh, da kommt er. Hilfe. Er rollt auf mich zu. Ah, diesmal verschont er mich. Oh, ganz schönes Tempo. Jetzt schaue ich noch zu, ob er da gut beladen wird. Dem kommt man immer hinterher. So, der Energieverbrauch ist jetzt aber, hat sich ein bisschen normalisiert.
Also wir sind jetzt wieder unter 600 Consumption. Was da voll gegen die Station. Was? Bei uns oder wo? Ja, da. Das habe ich aber nicht so aufgenommen. Naja, ein bisschen besoffen. Besoffen ist er. Besoffen. Besoffen war auch euer Dings. Ja, bei dem war ja jetzt eine Hausdurchsuchung, ne? Mhm. Jetzt kann ich da aufspringen und mitfahren? Nein. Wirst du wahrscheinlich runterlecken oder so. Versuch's mal. Mal probieren. Mehr als wie sterben kannst du ja nicht. So, was kostet denn so ein Ölgenerator zum Strom herstellen? Fuel Generator. Den Heavy Model Frames. Die habe ich. Habe ich nicht. Computer? Habe ich nicht. Und 25 Cable. Habe ich. Also ich brauche jetzt mal 5 Computer und 10 Motoren. Beziehungsweise ja. Ja, das brauche ich jetzt irgendwo her. Hast du noch sowas irgendwo? Muss ich schauen, ob ich die hier noch hab. Bei der Ölproduktion in der Nähe. So eine Kiste. Da brauche ich für so einen Motor. Brauche ich für so einen Stator. Okay, brauche ich ein paar Kupfertonnen. Okay. Auf. Die Motoren kriege ich wahrscheinlich noch selber zusammengebaut. Du hast hier hinten bei deiner Ölfabrikation hast du doch alles, was du da brauchst oder nicht. Da. Da habe ich. Ich guck mal, ob in den Kisten hier bei der Fabrik, da müsste auch noch ein bisschen was rumliegen. Ah, hier liegt mal drum, aber ich weiß nicht, was das alles ist. Hier habe ich 12 Computer. Ah ja. Zwölf Computer ist doch schon mal gut. Gucken, ob ich 10 Motoren zusammenkriege. 8 Motoren kriege ich jetzt zusammen. Irgendwas fehlt mir jetzt. Stahlrohre fehlen mir. Das sollte auch kein Problem sein. Da liegen hier noch welche. Ich bin mal wieder unterwegs zu dir. Ja. Und hat der Truck, glaubst du, schon gut abgeliefert? Oder hast du es händisch befüllt? Fabrik. Die Fabrik habe ich einmal händisch befüllt mit 400 Öl. 400 Crude Oil habe ich einmal reingezaubert. So, ich habe 20 Motoren, also könnte ich jetzt theoretisch. Heavy Modular Flames habe ich bloß für eine Fabrik. Wo hast du denn die Computer? Kommst du jetzt rüber, oder? Ja, ich komme. Okay. Dann würde ich sagen, dann setzen wir noch einmal dieses Werk dafür. Kurz da hinten dran und dann ist das gut. Ich weiß nicht, wie viel Öl das verbrennt und wie viel das bringt. Wie das dabei, wie viel ich das erzeugt. 150 Megawatt. Okay, das ist okay. Das ist gut. 150 Megawatt kann man erstmal gut gebrauchen. Dann können wir bestimmt 4 Stück dahinter anschließen hier und dann müssen wir dann bloß mal zusehen, dass wir die irgendwie gesondert noch gebaut kriegen hier. Ja, wie gesagt, in 100 Metern ist noch eine Ölquelle. Ja, ganz unruhig bleiben dabei. Immer schön unruhig bleiben. Bin unruhig. Ja, merke ich ja. So. Also bis jetzt ist kein Öl hier angekommen. Ah, jetzt kommt er gerade angefahren. Warte mal, ich guck mal. Ich gehe mal auf meine Plattform. Ja. Hier leben, Sicherheit. Ja, ja, da oben auf der Plattform. Wenn er da oben drüber fährt über mich, dann wird's schwierig. So, jetzt fährt er da im großen Kreis. Ich beobachte den Fall jetzt hier. Live-Berichterstattung. Und ist die Plattform auch auf Loading, also Unloading gestellt und nicht auf Loading? Das weiß ich nicht. Also die Truckstation. Weil ich kann da nichts verstellen an der. Wo stelle ich denn das ein? Rechts unten sind so zwei Pfeile. Einmal auf die Ladefläche drauf und einmal von der runter. Steht, glaube ich, jeder bei Loading, Unloading. Ja, die stand auf Loading. Okay. Jetzt ist aber auch schon wieder weg. Ja. Passt, sagst du, ja? Sollte passen. Ich glaube, betankt sollte eh sein. Kriegt er immer fleißig
Ja, der hat sich hier auch, das funktioniert schon. Der hat hier 29, hat er hier auch mitgenommen. Echt? Hm? Da auch ein Tank? Ja, ich habe 100 mal selber von Hand reingelegt. Ah, okay. So, ich lege jetzt mal von selbst noch ein bisschen Öl rein. Vielleicht kriegen wir gleich wieder einen Stromausfall, ne? Okay. Jetzt schreist du übrigens. Also zwischendurch hast du eben ganz schön was eben ziemlich laut. Auf meinen Ohren. Zumindest auf meinen Ohren, ich weiß nicht. Ich glaube, du warst doch im Kompressor drin, aber macht ja nichts. So, 600 Öl packe ich nochmal so rein, dann gucken wir nochmal zu. Also 60 Fuel habe ich da schon mal für den Generator, ne? Wow, da kommt da wieder ein Affenzahn um die Ecke in einen schönen Drift. Ja, das ist doch gut. Aber weißt du was? Wolkenende. Genau. Gut, also, das mit dem Generator sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Thompson mal bei uns. Bis denn, auf Wiedersehen. Tschüss. Servus.